Wäre natürlich geil. Zum Glück habe ich die Festplatte wieder einigermaßen freigekriegt. Nachdem ich ja mit den Playfreaky LPs Dead Island aufgenommen habe. Oh, ich muss ja eh in die Richtung. Da war das ja schon ein bisschen voll. Ein bisschen knapp nach ja, fast 5 Stunden. Da, ja. Da hilft auch eine 1,5 Terabyte Festplatte nicht sehr weit. Beziehungsweise, na gut, die ist ja nicht komplett. Das sind ja nicht nur, wow, Dings drauf, sondern auch ein paar Spiele. Und Programme vor allem auch. Meine ganzen Videoschnittprogramme und so weiter. Und Fraps ist da drauf und alles. Gut, Fraps ist nicht so groß, aber naja. Was soll it? Wow! Und fatal! Na, auf jeden Fall, ist ja auch so, dass hier nicht unbedingt. Ja, ist ja nicht so gerade. Autsch. Aber 5 Stunden war ja schon recht viel, ne? Es waren immerhin etwas mehr als 500 GB. Für ein bisschen Video, ne? So, muss ich heute noch eine schneiden für morgen, sowas für heute jetzt. Manchmal hab ich ja. Wie ich auch voll fail. Ich fail so oft mit dem. Wo muss ich eigentlich hin? Habe ich vergessen. Ah, da unten ist der Ranch, okay. Ist richtig einfach, ey. Einfach nur den Weg lang fahren und irgendwann mal abbiegen. Also. Wow, wow. Ich fail richtig derbe mit dem Rendern und so weiter. Ich denke mir immer so, oh, jetzt rendere ich mal schnell was, ne? Und dann vergesse ich es. Wow! Los, komm. Wenn man noch in dieser Kamera ist, wo dann steht, fahr weiter und dann man noch fahren kann und dann irgendwo ganz leicht gegenfährt, was geht denn hier ab, ey? Wow! Dann ist man so empfindlich, dann haut man eigentlich sofort alles kaputt. Ach ja, die Freakshow, die können ja auch immer. Zack. Zack. Wow. Wow. So. Na, 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 na. Ich weiß aber nicht, was ich sagen soll, deswegen mache ich immer na 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 na. Oder Schubidubidu oder irgendwie sowas. Ich könnte ja jetzt über weltpolitische Themen philosophieren, aber das ist nicht so. Davon habe ich keine Ahnung. Das ist das Problem. Ich bin ja noch nicht so alt, dass ich euch hier vom irgendwas aus meinem Leben erzählen kann oder so, ey. Yeah, du hast gewonnen. Deine Zeit. 1,54. Bam. Ich fände es eigentlich cool, wenn man. Gut gemacht. Auf dem Schrottplatz wartet ein hübscher Carson Fastback Special auf dich. Danke. Viel Spaß. Dankeschön. Ja, wenn man hier Dings. Gedingset. Ich immer mit dem Dings, ne? Aber abends ist es richtig schlimm. Gut. Wenn man hier für die Lizenz irgendein Bild vom Computer hätte wählen können. Das wäre cool gewesen. Und nicht nur mit der blöden Kamera da. Freakshow. So. So, ich werde wahrscheinlich gleich noch ein bisschen rumfahren. Also ich werde jetzt keine Rennen mehr fahren. Ich werde jetzt nochmal schnell das Auto, was ich gerade bekommen habe, reparieren. Dann ein Stunt-Auto nehmen und dann einfach nur, damit ich ein bisschen mehr als genau 2,50 oder so kriege, sondern 2, weiß ich nicht, 53 vielleicht, dass ich ein bisschen
Pufferung habe. Ist halt immer blöd, wenn man da mal ein bisschen, ja, die Folge etwas länger rendern muss als 10 Minuten. Also, ne, von Sekunden her, das sind ja eigentlich Sekunden, die man da, und so. Und wenn man das öfter machen muss, dann hat man nachher irgendwann eine 9 Minuten lange Folge, so, oder etwas so unter 10 Minuten, das finde ich immer kacke. Deswegen habe ich lieber einen Puffer, wo ich ein bisschen, mehr Dings habe. Ja, wäre jetzt zum Beispiel genau, naja, nicht genau, aber 2 Minuten aufgenommen, yay. 2 Stunden 50 und jetzt gerade 22 Sekunden und deswegen, komm, ein paar Minuten kann ich noch. Werden ja nicht mehr Folgen dadurch, aber ich habe einfach mehr. Kriege ich einfach bessere, beziehungsweise kann die Folgen, kann mir ein bisschen mehr Dings Zeit bei den Folgen lassen, so. Hab ein bisschen mehr, einen größeren Rahmen, so, um das so zu sagen. So, wo habe ich den? Ah, ne, das ist da so ein Kackauto, der ist mir zu träge, den finde ich gut. Im Moment ist das einer meiner Lieblingsautos. So, was haben wir denn hier für Lackfarben per Matt? Der passt dazwischen, finde ich, ganz gut rein. Ach, der passt richtig gut. So. So, mal gucken, vielleicht kriege ich gerade mal eine Barrelroll hin. Das war ja ziemlich genau hier. Sind das eigentlich zwei, oder? Ja, waren zwei. So, das ist so eine Stunt-Gegend, sag ich mal. Ist eigentlich eine Baustelle, aber halt, yay, wie viele kriege ich? Hätte ich vielleicht noch einen dritten hingekriegt, aber, wow, ich habe mal irgendwie eine Vierfach-Barrel-Roll hingekriegt. Wow! So, hier kann man ein bisschen rumfahren, driften, springen, ja, Barrel Rolls ausführen. Hier gibt es auch ein paar Werbetafeln, wie man hier sieht. Whee! Hier unten gibt es noch Smashes, das waren unsere vorletzten beiden, also, ne? Das sind ja meistens eigentlich zwei Smashes. So. Und da hinten ist noch ein Sprung. Ich kann den ja mal eben. Hier unten ist ein Sprung, so ein Supersprung. Mega Jump oder wie heißen die? Super Jump. Auf der Insel heißen die, glaube ich, Mega Jump. So, wie viel habe ich jetzt eigentlich? 18 von 50. So, hier hatten wir noch ein Smash. Hui. So. Mal gucken, ich kann ja mal eben schauen, das ist die Karte, hier haben wir, so, Lizenz, da haben wir die gefahrene Distanz, Gesamtspielzeit 2:51:41, ja, okay. Hier, Rekorde Entdeckung, da kann man ganz gut gucken. Werkstätten fehlen uns noch ein paar, genau wie Tankstellen, Lackierereien und Schrottplätze. Eine Lackiererei fehlt noch, mhm. Sprünge fehlen in Palm Bay Heights noch einige. Na, da fehlen eh noch einige. Sieht so aus, ne? Als ob ich in Silver Lake so selten fahre. Naja. F2 alleine. Das ist nicht F2, das ist, wie heißt das Ding? RB. Wäre R1, aber gut. Paradise Belohnung, hier sind sozusagen die Sachen, die wir die ganze Zeit kriegen. Auf dem East Crawford Drive auf. Das sind sozusagen die Trophäen hier und die fiesesten, beziehungsweise die dümmsten sind die hier. Die 10-fach-Buchserie. Das ist richtig einfach. Und ansonsten, dann gibt es noch, Moment,
das da. Und das ist nicht so. Nee, keine Ahnung. Wo das gerade ist, kann ich das so suchen. Aber da muss man halt irgendwie 40-fach zum Multiplikator bei einem Stunt rennen und das ist so scheiße. Naja, gut. Dann würde ich mal sagen, das war Let's Play Burnout Paradise Ultimate Box. Wobei ich das Ultimate Box einfach wegnehme. Ist doch total blöd. Ja, gut, für heute. Für jetzt, für diese Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Tschaußen.